Nierensteine, bewährte Mittel für harte Zeiten. Bis dann. Mögen die Götter dich schützen. Armleuchter. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Guten Tag. Ja? Ich hab die Hexe selber nie besucht. Kannst du das auch? Den Göttern? Ich schick ihn nochmal zur Hexe. Vielleicht kann sie ihm die Faulheit austreiben. Guten Tag, gute Frau. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir helfen? Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Hat sich schlimm den Rücken verrenkt, konnte sich kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt. Kam zurück wie ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er ist faul geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen. Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen. Haben für einige Tage gereicht. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Bis dann. Hallo. Angeblich weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt. Wer hat dir das gesagt? Deine Frau. Dumme Gans. Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnippe. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexen, Heiler oder weise Frauen gesehen.
Ich will dich nicht bei der Arbeit stören. Was ist in dem Eintopf drin? Du Weißer, was willst du? Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Sei gegrüßt. Was willst du? Die Bekanntmachung wegen Hanna aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hanna aus den Wäldern dir? Sprechen wir über die Belohnung. Ja, also wie viel verlangst du? Meinetwegen, wie du willst. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hanna aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon 3 Ehemänner überlebt. Hanna aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Wenn unsere guten Helfer in der Wildnis nicht das Sagen hätten, wären wir längst verhungert. Woher kommst du? Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich habe sie gesehen, Hanna aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte.
Um die Wahrheit zu sagen, ich habe sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran und der Nebel wurde dichter und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Soll ich meinen Mann zum Fluss schicken? Vielleicht fängt er ja was. Mögen die Götter dich schützen. Also, willst du ihn ein? Da kommt jemand. Also, da kommt jemand. Was? Erzähl mir später alles, Liebes. Na gut. Oh, und denk dran, ihr was mitzubringen. Da-di-dum, da-di-dum. Von den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen. Nicht von hier, oder? Nicht aus Wählen. Habe ich recht? Hast du. Und woher dann? Ursprünglich aus Riva. Riva? Meine Güte. Weiter Weg. Hier soll irgendwo eine Hexe leben. Kennst du sie? Ja. Von weit weg ist sie, so wie du. Aber sie hört zu. Verständnisvoll, hilfsbereit. Nicht wie die alte Hexe. Die war taub wie eine Nuss und gemein noch dazu. Weißt du, wo ich sie finde? Geh zum Teich. Da gab's früher mal wilde Schwäne. Da fängt ein Pfad an. Folge ihm bis zu einem Felsen. Den hat ein Teufel da liegen lassen, dem ein Bauer weisgemacht hat, es wäre ein Riesenei. Dann nach rechts in den Wald. Du kommst an einem verlassenen Wagen vorbei. Such dort nach der Hütte. Danke, du hast mir sehr geholfen. Lass es bleiben. Der kommt schon von allein. Hier ist eine Frau entlang gekommen. Barfuß. Ein Stück Stoff, vielleicht von einem Kleid, ist am Unterholz hängen geblieben. Offenbar ist sie gerannt. Deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief?